Heute haben wir die dritte Woche, befinden uns in Antalya, wo es um Gewalt in der Bibel geht. Letzte Woche hatten wir Lukas 14, Vers 26 gehabt, wo es heißt, wer zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Tochter, seine Kinder, seine Frau, kann nicht mein Jünger sein. Das stand in Lukas 14, Vers 26 und das haben wir erklärt, dass in der Bibel nicht immer wieder nur die Liebe gepredigt wird, und zwar auch Hass. Ja, und heute haben wir eine andere Stelle, und zwar auch im Neuen Testament, in Matthäus Kapitel 23, Vers 35, wo es heißt, damit über euch komme all das gerechte Blut. Wie könnt ihr das lesen? Matthäus 23, Vers 35 steht geschrieben, damit über euch komme all das gerechte Blut. Das steht hier so geschrieben, und zwar im Neuen Testament. Jesus flucht hier in der Bibel, und zwar wen? Die Juden, die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Er sagt, so soll über euch kommen all das gerechte Blut. Jetzt können ja einige Christen sagen, ja, aber du musst es weiterlesen, das ist so und so zu verstehen. Am Ende ist es ein Fluch, und zwar Jesus flucht hier, damit über euch komme all das gerechte Blut. Er sagt nicht, damit über euch komme die Liebe, damit ihr euch alle liebt, liebt eure Feinde, liebt eure, man soll die rechte Wange hinhalten, oder wenn man einen Schlag auf die rechte Wange bekommt, soll man die linke hinhalten. Das sagt Jesus hier nicht. Jesus sagt nicht, liebt eure Feinde. Jesus sagt, damit über euch komme all das gerechte Blut. Das sagt hier in Matthäus 23, Vers 35. Das werden einige Christen sagen, aber das ist anders zu verstehen. Ihr Muslime, ihr versteht die Bibel nicht. Am Ende steht das so geschrieben. Man kann nicht immer alles verdrehen. Man kann nicht einfach sagen, Blut ist Liebe gemeint. Und hier ist kein Fluch gemeint. Hier flucht Jesus. Jesus in der Bibel, angeblich Jesus in der Bibel, flucht hier in der Stelle Matthäus 23, Vers 35. Und das kann man nicht verleugnen. Wenn man es verleugnet, verleugnet man die Bibel. Ja, das hat Jesus gesagt, und Jesus hat geflucht in der Bibel. Und zwar hat er gesagt, damit über euch komme all das gerechte Blut. In Matthäus 23, Vers 35 steht nicht geschrieben, man soll seine linke Wange hinhalten oder man soll sich schlagen lassen, man soll seinen Feind lieben. Nein, Jesus hat hier geflucht. Und das muss man entweder wahrnehmen, oder man sollte nochmal die Bibel lesen, um nochmal richtig zu verstehen.